What's up, Party People? Willkommen NPBL Spieltag 8 gegen Designer Zane Zen. Jedenfalls gegen Marcel da. Der existiert irgendwie so ein bisschen. Und ja, wir sind aktuell bei 0 zu 7 im man kann es nicht schön reden. Man kann es absolut nicht schön reden. Nee, auf jeden Fall, wir sind aktuell an Spieltag 8 in der NPBL. Wir spielen heute gegen Zane und ich sehe auch, wie mein Gesicht gerade durch meinen Bildschirm gerade einfach blau ist. Faszinierend. Stark, fühle ich. So, auf jeden Fall, wir spielen heute gegen Zane. Das ist das Team. Ich hatte bisher nicht die Zeit, ein Team zu machen, weil ich das Team heute erst um 18 Uhr fertig gemacht habe. Also, das ist. Also, wir haben heute Samstag und ich bin erst heute mit dem Team fertig geworden. Vielleicht ist. Gab es nicht unbedingt Zeit, ein Team zu machen. Vielleicht mache ich jetzt noch eins im Nachhinein. Ich bin aber kein großer Fan davon, Team im Nachhinein zu machen. Deswegen mal gucken. Sonst habt ihr das Team in der Videobeschreibung. Als Pokepaste. Wenn ihr alles nur angucken könnt. Falls Fragen dazu bestehen, Kommentare. Kommentare. Mein Hand ist weit unten. Wait, haben wir es so vielleicht ein bisschen. Oh, man sieht mich immer noch nicht richtig diskutieren. Auf jeden Fall, unten in den Kommentaren und unten in der Box und so. Auf jeden Fall, ja, okay. Ah, scheiße. Ich will einfach vom Videospiel so komplett verraffen. Es ist unfassbar schön aufgeräumt. Also mein Zimmer ist allgemein sehr schön aufgeräumt, man merkt es im Hintergrund. Die gar nichts auf dem Boden rum und so. Aber Torplakat, ganz wichtig. Puh. Mal durchatmen, ich habe mir gerade laut. Glaube ich, viel zu ins Mikro reingeatmet und ich weiß nicht, ob ich schon wieder am Übersteuern bin. Sieht in OBS irgendwie immer so schnell so aus, als würde ich übersteuern, aber. Saß halt irgendwie letzte Woche bei Outer City auch, als ich das Intro aufgenommen habe. Übrigens, ich habe bisher nur positives Feedback zum Intro letzte Woche bekommen. Sehr nice. Ja, hat dann irgendwas jemand geschrieben. Okay, er macht jetzt die Anmod. Okay, also wir sitzen jetzt noch ein paar Stunden da. Außer Double Time, weil Double Time die eh weg und darauf wieder 5 Minuten. Vorher kann ich noch mal kurz einmal über das Team rübergehen. Wir haben dabei, vielleicht kann ich auch einfach kurz das Team hier irgendwie. Oder, okay, er ist ready. Dann müssen wir gar nicht mehr über das Team rübergehen. Dann, wie gesagt, Pokepaste unten. Und er hat dabei Fermikul, also ein Regenkorschmer dabei, Quaxo und Zetaking. Er hat Hydergi dabei, er hat Tauros dabei, er hat Knogger dabei und er hat Fermikula dabei. Fermikula ist neu, oder? Der kann mir. Hä, so wann ist denn Fermikula bei ihm im Team? Hä? Okay, well. Ja, ich werde, glaube ich, auch mal mit Lantern und Draco so dran gehen. Falls der Regenkorb direkt kommt, weil ich da absolut keinen Bock drauf habe. Falls Regenkorb dabei ist, was könnte noch in der Bag sein? Der Regenkorb-Problem mit Draco sollte, wollte ich sagen, dass er einen Knochen noch in der Bag hat. Martin ist übrigens nicht dabei, das ist sehr gut für den Handel, auch wenn das Item jetzt ein bisschen nutzlos ist. Er hat Gortrom nicht dabei, ich hätte also kann man einfach mitnehmen können. Ich kann man einfach mitnehmen können, Mann. Okay, dann würde ich sagen, wir nehmen auch die Bildra mit. Und Sableye. Sableye einfach, weil ich die Sicherheit haben will, dass ich einen G-Max-Mann direkt raushauen kann. Wie das Spezialtacking, vor dem ich echt Angst habe gerade in dem Kampf. Also ich habe hier Möglichkeiten, das abzuschwächen, zum Beispiel mit den Mysto-Wellen von meinem Lantern. Aber wenn er physisch ist, bringt die halt auch nichts. Auf jeden Fall, good luck, have fun an den Werten Marcel und wir gehen in den Kampf rein. Okay, wir haben den Expected Lead. Und dann können wir auch direkt so anfangen, wie ich jetzt wollte. Nee, hier gehen wir nicht auf den Nimix, hier gehen wir auf die Mysto-Wellen. Auf Kinga, weil der hier wahrscheinlich das gefährlichere Mon ist. Und hier gehen wir auf Dünergewitter auf. Wie mache ich das? Ich kann auch die Dünerbahn machen, damit der Dinger nicht mehr da ist. Aber ich eh mit dem speziell offensiven Kinga rechne. Wird es eh gleich ein bisschen abgeweakt sein und dann können wir eigentlich. Soll ich die Dünerwurm oder Dünergewitter? Wir haben, was für ein Item haben wir denn? Wir haben die Anti-Drachenbeere. Nachdem was er in der Bag ist, ich gehe lieber auf den Dünerwurm. Ich erwarte jetzt nicht so viel von Politoed.
Okay, ich gehe in die G-Max. Er nicht, anscheinend. Und er switcht anscheinend auch nicht. Seit ich bisher gesehen habe. Ich rieche es gerade Helping Hand plus Draco. Das ist die Sache, die ich jetzt rieche. Aber durch Mysto-Wellen plus die Anti-Sachen-Beere dürfte es auch nicht mehr so viel Schaden machen. So, jetzt müsste die Mysto-Wellen erstmal kommen. Oder kommt erstmal die Helping Hand? Okay, Schutzschild kommt. Sehr gut. Sehr gut. Schutzschild kommt. Und Blizzard. Okay. Draco hat verfehlt. Jungs, der Miss-Song hat es einfach gejinxt. Ich fühl's. So. Kein Freeze bitte. Sehr gut. Hühnerwurm. Hey, wait, hat Mysto-Wellen nicht eine Prio von 1? Sonst. Hey, wait. Ich habe Pokémon noch so drin, wo ist die Prio hin jetzt? Mysto. Wo war das früher mal so, als das Prio hatte? Hä? Bist du denn halt auf Prio? Oder. Ich bin in der Schmack gerade ein bisschen. Da habe ich irgendwie den falschen Move angeschaut. Nee, fuck, ich hab den falschen Move angeguckt. Hä, welchen Move hab ich denn vorhin angeguckt? Bin ich irgendwie kacke? Hä, wait. Welchen Move war das? Mit was hab ich das verwechselt jetzt? Hab ich das mit irgendwas jetzt verwechselt? Plasmaschauer. Ey, ich bin so ein Talent, ne? Donnerwelle auf Durant und direkt einen Dynabrand hinterher. Hat eben auch Hustle, aber wenn wir dann gepaart haben mit unserem guten alten Danton. Also hoffentlich kommen jetzt beide Mons hier durch die Runde. Das ist halt eigentlich echt wichtig. Also mit Helping Hand, ja. Kann jetzt echt wehtun. Erdstoß, ja. Draco sagt bitte. Irgendwie. Bitte, irgendwie. Okay. Ich habe Ramon mitgenommen, oder? Sonst finden wir gleich raus, ob K.O.-Attacken auf Okay, aber die Dynamo-Welle kommt durch. Okay, sehr gut. Oder, weil ich kann es ja eh nicht mehr burnen von dem. Oder machen wir jetzt hier die. Machen wir jetzt die Strat. Jetzt machen wir die Strat, glaube ich. Cyber rein. Jetzt machen wir die Strat hier. Wir gehen auf Voltwechsel mit Lantern auf Durant und hier gehen wir auf den Trickbetrug. Auch auf Durant. Wir sollten jetzt schneller sein mit beiden Monstern als Durant, weil das jetzt geparat ist. Also mit Saber sind wir eh schneller. Ah ja. So. Trickbetrug kommt. Wir kriegen den Flugknopf und wir kriegen den Lebenorb. Meteorologe kommt auf Sableye. Das können wir jetzt killen. Tut's aber nicht. Sehr gut. Und Voltwechsel kommt. Durant wird jetzt rausgeforst. Ja, Durant wird rausgeforst. Und jetzt gehen wir. Jetzt können wir mit Lanton in unser Libeldra gehen. Und mal gucken, was da jetzt reinkommt. Er hat auf jeden Fall jetzt keine G-Max mehr. Weil soll ich jetzt erstmal was reinschicken? Okay. Stimmt, das hat so funktioniert. So, auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal mit. Jetzt burnen wir erstmal das Tower raus und gehen jetzt, will ich diese Runde dann mal mit Lanton raus. So. Wir gehen hier jetzt auf Voltwechsel. Und hier gehen wir auf ein Irrlicht. Wir lassen Quack so einfach stehen. Wir lassen Quack so einfach stehen. Der macht gerade nichts. Zum Glück. Irrlicht. Der Burn ist draußen. Taucht es schneller. Wollte ich wissen, jetzt schon mal, was der machen will. Ich kann jetzt auch nicht irgendwie einen Switch in die Beldra predikten.
Donner, okay. Leute, wir leben einfach. Wir leben den einfach, aber okay. Da ist schon killt jetzt Tobias. Müsste halt irgendwie. Wobei, fuck, es ist halt. Ja, okay, jetzt holen wir Landmann halt eh gleich wieder rein. So, dann machen wir jetzt hier gleich Mystowellen auf Tauros. Und Protect mit Libeldra. Das ist glaube jetzt der Play. Okay, sind wir jetzt das Blau nicht mehr zu meiner Fresse. Was schon mal sehr schön ist. So, und jetzt gehen wir hier auf die Mystowellen gegen Tauros. Dann macht er nämlich physisch und speziell nichts mehr. Und dann gehen wir mit Dante einmal Politoed ein bisschen runter, runterforcen und mit Libeldra dann hier das Tauros rausnehmen. Vielleicht mit Geofissur, weil dann sind wir auch danach schon als Vermikro, aber sind wir eigentlich eh, aber egal. Man sollte das eigentlich jetzt theoretisch haben, wenn es jetzt mehr kommt. Aber ich will jetzt nicht direkt zu früh von irgendwas ausgehen. Alter, also mein Herz pumpt gerade wieder so mies. Erstmal Herzschlag messen gerade. Schutzschild. Okay. Geht durch. Eissturm. Sehr gut. Den haben wir jetzt schon gedacht, dass der kommt. Ja, der Eismove. Wäre recht klar. Ja. Nochmal Eissturm. Oh, geht gerade so auf 75. Nur ist es ein bisschen kalt. Ist okay. Jetzt kommen die Mystowellen. Minus 2 Spezialangriff auf Tauros. So, will ich jetzt. Wenn Tauros eh keinen Spezialangriff mehr hat. Auf Tauros rausnehmen oder will ich Quaxo rausnehmen? Ich werde jetzt möglichst. Ich muss jetzt eh auf die Geofissur gehen, so ist nicht. Aber ich glaube, dann nehme ich lieber. Ich lieber Tauros und lieber Politoed raus. Ich glaube, ich gehe lieber auf Tauros. Und hier gehe ich mit Voltwechsel auf Politoed. Ich hoffe mal, dass es kein Misplay ist. Tauros protected. Wait, gehen unsere Blunderpolice nicht eh hoch? Hier auf Fissur. Blunderpolice? Okay, komm nicht. Eissturm, wie viel macht der? Der wird noch gesplittet. Fuck. Ah, der Protect war jetzt nicht cool. Der Protect war jetzt echt nicht cool. Machen wir Two-Shot? Ne, machen wir es safe nicht. Was kommt jetzt? Fluchtknopf, okay. Haben wir damit jetzt ein großes Problem? Haben wir damit jetzt ein großes Problem? Welches von den beiden Monstern will ich jetzt rausnehmen? Ich höre nicht auf die Para auf Durant hoffen. Aber. Oh, das kann ich. Ich weiß, killt Erdkräfte auch Durant. Aber ich hätte eigentlich jetzt gerne Tauros weg wegen dem Slow. Wir machen den hier. Und den hier. Damit Durant möglichst schnell viel Damage bekommt. Und bitte hitten. Okay. Dann kriegen wir jetzt vielleicht Quaxo. Oder wir kriegen den plus 2 Speedboost. Ist beides gut. Ist beides gut. Entweder kriegen wir jetzt Quaxo oder wir kriegen den plus 2 Speedboost. Hab eh keinen Fire-Move. Hitten. Wir missen. Okay. Hey, wait. Hä? Vierschlagschuss, Junge. Oder ist er schon drin? Wait. Ist der Vierschlagschuss schon drin? Ah, okay. Anyway. Hä? Funktioniert nicht mit K.O.-Moves oder was? Hä? Als ob nicht! Ich nehme meine übelste Kack, holy shit. Ich weiß nicht, ob der jetzt Politoed protected, ne? Machen wir lieber den hier. Machen wir lieber den hier. Der soll nämlich killen.
Tut er auch, sehr gut. Jetzt haben wir halt Icy Wind von Fax. Wir sollten aber eigentlich tanken. Oh ne, Meteorologe kommt. Hat er nicht killen, oder? Doch, der killt, scheiße. Doch, der killt. Landhunde. So, wie machen wir das jetzt? Die Spezialangriffe von Towers machen nichts. Er ist geburnt. Vor allem physisch macht er auch nicht mehr so viel. Soll ich Politoed mit seinem... Ich glaube, ich mache lieber Politoed erst fertig. Ja, mein lieber... Hier, erstmal Politoed. Oh. War schon mal geil. Fehlschlagschuss funktioniert nicht. Anscheinend mit Tower-Attacken. Oder habe ich irgendwas an dem Item-Fall verstanden? Falls ja, my bad. Okay, sind wir gerade auf Fax gegangen. Ich glaube ja, ne? Donner? Okay, seit wann weiß ich, ist ja kein Voltabsorber-Spiel. Vielleicht wird er auch nur scouten. Ja, Protect kommt. So, ich protecte einmal. Ich will einmal scouten, was jetzt abgeht. Einmal will ich scouten. Ich habe einmal die Gefüße gemischt. Steckt eine Attacke des Anwenders mangels Genauigkeit fehlt. Schlägt im Gegenzug das Initiative stark an. Theoretisch sollte... Das ist ja gerade schon fehlgeschlagen, der Move. Hä? So, das kann ich ja nicht aufpassen, ganz kritisch. So, wie viel habe ich vorhin auf Taurus ge... Ja, aber irgendwie, er macht gerade nicht. Ich glaube, ich kann gerade nicht mehr groß viel machen. Ich glaube, ich gehe jetzt auf Taurus und danach kann ich dann Faxo runterforcen. Selbst wenn er jetzt irgendwie einen Damage-Move drückt, der wird mich nicht am Ende nicht killen. Ja, Donner. Paran kann es mich eh nicht. Ich bin mit speziell defensiv. Noch ein Donner und ich unter Hälfte. Würde heißen, ich krieg dann meine Citruberry. Citruberry, Alter. Meine Citrusberry. So. Ja, Taurus nehmen wir raus. Bitte, lass es jetzt einfach aufgehen. Ja, er hittet. Okay. Wir kriegen jetzt Citrusberry. Einmal ganz kurz weg. So, bin wieder da, wir haben Taurus gekillt mit Landhund, sehr nice. Und jetzt weiß ich ja nicht, was gerade Politoed gemacht hat, aber anscheinend nichts, was jetzt groß Damage gemacht hat. Meteorologe kommt, er macht nichts mehr. Er hat keinen Lebensschuss oder sowas, er macht keinen sehr effektiven Schaden mehr. Und so macht er eh keinen Damage auf Landhund. Und der killt. Landhund, Junge. Ey, Landhund, erstes Mal dabei und der hat zwei Kills gemacht. War zwar ein Crit, aber ja. Ich glaube, das hat das Matchup jetzt einfach nur beschleunigt. Okay, erstes Match 1-0 gewonnen. Sehr gut. War zwar ein bisschen holprig zeitweise, aber dadurch, dass er jetzt nichts gegen Landhund machen konnte, war es Richtung Innern ziemlich nice. Da spielen wir mit denselben Regeln. Er wird dieses Mal wahrscheinlich dann seinen Knocker mitnehmen. Das kann ich mir jetzt gut vorstellen. Aber im Endeffekt, wenn er jetzt Vermicula hat, ist glaube ich sogar ganz praktisch, dass ich Togetic nicht mitgenommen habe. So, ich sehe dein Team wieder. Wir können jetzt hier schon mal mit der Full Offense Combo hier reingehen. Romand und Draco Salt. Noch mit den Tantel reingehen. Der wäre halt auch ganz praktisch in die. Also ich weiß immer noch nicht, was es für ein Setaching ist, ne?
Also ich einfach noch mit dem gleichen Lied reingehen, mal Draco's Atlanta. Und eigentlich hat gut funktioniert. Problem ist, wenn jetzt Knogger reinkommt, habe ich dann ein Problem. Ich gehe Dracozord Sableye rein. Ich werde dann noch Lantern mitnehmen, damit ich damit den Regenchor und Tauros rausnehmen kann anscheinend. Und als letztes Mon nehme ich dann noch Ramot. Nee. Die Beldra vielleicht. Oder Tintantel. Tintantel kann auch Bulldozen und sowas. Das ist auch ganz geil so von der Speed Control her. Ich glaube, ich nehme. Oh. Die wären jetzt alle drei halt ganz geil so, ne? Soll ich Ramot mitnehmen? Was will mir jetzt Ramot? Mit Ramot kann ich Vermikula killen, ich weiß nicht, ob der einen Gesteinsmove hat und der will eh G-Maxen. Für G-Max habe ich jetzt Sableye dabei. Ich nehme Tantel mit. Weil ich damit dann auch rauswitchen kann und Moves von Vermikula abfangen kann, weil Vermikula außer einem Madina Faust mit 95 Stärke nicht viel gegen Tantel machen kann. Exelga und Tauros, okay. Okay, also Wagemut, First Time kann schon mal nicht kommen von Hydra-Gear, weil ich gehe jetzt eh in die G-Max mit Dracozord. Und... So, also wir machen erstmal Dünergewitter jetzt. Oh. Wait, soll ich direkt einen Eisenschweif rausmachen auf Hydra-Gear oder so? Ich hätte auch was. Dann hätte ich immerhin schon mal meine Def schon mal erhöht. Das heißt, mache ich tatsächlich. Wir machen hier auf Tauros mal ein Wir machen Dünastahlzacken auf Exelga. Und auf der anderen Seite burnen wir das Tauros. Ich will hier keine physischen Move von Tauros sehen. Okay, geht raus. Was kommt rein? Fimkula? Narrowway. Sehr nice. Den kriegen wir nämlich dann gleich auch geburnt. So, Dracozord wird groß. Die Legende. So, haben wir wieder einen großen lachenden Dino. Ich hab dieses Ding so lieben gelernt, seit schon in der MPBA. Ich liebe den Jungen so sehr, ne? So, Burn. Missen bitte, Alter, what the fuck. So, Tauros ist geburnt wieder. Eissturm. Okay, nehme ich. Kein Problem. Und jetzt holen wir uns einmal hier schön den Death Boost ab. Auf Marowak. Ja, von mir aus. Ja, Fluchtknopf. Ah, fuck, jetzt haben wir halt gleich den Burn nicht mehr da. Das ist ein bisschen unpraktisch so. Ich habe auch, dass ich das mit Plus 1, dass wir da ein bisschen was tanken können, so. Mit dem ich dann jetzt lieber rein. Also mit Tlano mache ich halt jetzt nichts, heißt, ich muss jetzt eigentlich in Tlano gehen. Oh, das war jetzt im Endeffekt eher unlucky. Dann werde ich mit dem Body Press auf Tauros, dass wir ihn schon mal raus haben. Und hier kommen jetzt wieder Stahlzacken. So, sind jetzt plus 1 Death. Ich bin auch schneller als Knogger, oder? Dann kann ich jetzt eigentlich noch plus in die beiden minus 1 Attack hauen mit Dünnerwurm. Das ist auch noch Step. Folglich macht er nochmal ein bisschen mehr Schaden und dann können wir den vielleicht direkt killen. Aber killen werden wir ihn eh nicht, weil er ist wahrscheinlich eh G-Max. Aber jetzt gibt es noch Body Press auf Tauros. Okay. Boah, ich bin ja wieder so angespannt. Und Dracozord freut sich einfach. Der ist so cute, der Junge. Weil der ist auch absolut riesig einfach. Und hat einen ziemlich geilen Ass. Um mal auf den Kampf gegen Dennis zurückzukommen. Mit seinem Bisschen mit dem Swaggly Ass. Weil ich weiß nicht, ob das überhaupt im Kampf war oder ob es. Aber fuck, jetzt ist die Knacker vielleicht doch schon wegen dem Eissturm. Jacko soll tanken oder irgendwie. Wobei er ist nicht in die G-Maze gegangen. Er ist nicht in die G-Maze gegangen. Feuerschlag? Die sollten wir tanken, oder? Wir sind full fist death. Tintantel, du bist so ein Ehrenmann. Holy shit. Aber wir killen jetzt mit Dünnerwurm Knogger. Sehr nice. Wir sind immer noch plus 1 Death.
Das war jetzt nicht zwingend sein Play hier, den haben wir zu attacken. Body Press kommt. Killt er? Killt nicht, aber der ist eh keine große Gefahr, der Junge. Zumindest von dem, was ich bisher gesehen habe. Wenn er noch hier Tandels Speed runter senkt und ich dann irgendwann Gyroball hält. Weil ich bin jetzt eh schon recht low mit dem Tandel, so ist nicht. Axel, okay. Ist natürlich jetzt theoretisch eine Bargemut kommen auf den Tantel. Folglich machen wir es jetzt so. Ich gehe mit Dünas Stahlsacken wieder auf Hydragel. Und hier mit dem Tantel gehe ich raus. Weil ich will den Tantel noch möglichst einen Hindern haben für das Mal, was jetzt kommt. Weil er kann jetzt erst jetzt für Mikula kommen, dann will ich den Tantel noch dafür haben. Weil wenn er den Tandel nicht attackt, dann kriegt er halt Donnerbälle in die Fresse und dann ist er eh ein bisschen mehr entschärft. So, Eissturm kommt nochmal. Okay, passt. Kein Problem. Was haben wir jetzt von Hydragel? Fokusstoß. Okay, ja, der wäre jetzt hier nur auf meinen Lampen gegangen. So, jetzt droppt gleich Tauros. Wir sind plus 2 Def. Also haben wir hier eine sehr gute Ausgangssituation, würde ich jetzt auch mal sagen. Wir haben eine sehr gute Ausgangssituation. Wir haben hier eine sehr, sehr gute Ausgangssituation. Außer ich übersehe gerade irgendwas. Aber wir haben jetzt noch alle 4 Mons. Durant kommt. Okay, ja. Genau den habe ich jetzt hier gerade gesehen. Theoretisch. Jetzt müssten wir halt irgendwie gucken, dass Hydragel jetzt hier unser Jacobsort nicht killt. Irgendwie. Ah ja, hier jetzt mit Feuerzahn auf Durant und hier gehen wir mit Voltwechsel auf Exelga. Er ist noch nicht G-Max. Er ist bisher noch nicht G-Max. Dynamax, das ist halt ein bisschen das Problem. Oder ist er schon? Nee, er ist noch nicht Dynamax. Weil ich Durant wahrscheinlich diesmal aufheben, dass ich den mit Zubiris nicht wieder rausforcen kann. Hat auf jeden Fall gut überlegt, wenn das der Plan war. Seinen Life-Up kann ich aber trotzdem wegholen. Theoretisch. Ist wahrscheinlich der Draco. Aber der geht jetzt wahrscheinlich auf Dracozord. Kann ich mit plus 2 Dracozord was tanken? Ist halt nur normal effektiv. Und Dracozord hat eine gute Base-Def und allgemein eine gute Base-Physisch-Defensive. Jetzt hat er Hydragel halt noch attackt. Okay, aber Hydragel ist schneller. Dann macht der. Okay, er killt Lantern. Okay. So, ich mache jetzt eine Feuerzahn, wenn ich hitte. Gähner, okay. Wie viel macht der Feuerzahn? Hitte. Das macht sehr guten Schaden. Sableye. The one and only. So. Feuerzahn. Aber bleib ich jetzt drin? Bleib ich jetzt drin? Wenn ich Durant jetzt burnen kann, ist der keine so große Gefahr mehr. Wie das halt jetzt aktuell noch ist. Ich burn den jetzt und danach kann ich hoffentlich noch mit dem Schmarotzer von meinem Sableye das noch regeln und mit meinem Tintantel dann eben. Sableye macht gerade so einen guten Job in dem Kampf. Dünas Schwarm, okay. Der senkt den Spezialangriff, aber der killt nicht. Spezialangriff juckt Dracozord nicht. Was kommt jetzt von Hydragel? Ist jetzt die Frage. Energieball. Okay, er killt Sableye direkt. Ist aber okay. Feuerzahn und der killt nicht. Killt er jetzt mit Burn? Nein, killt er nicht. Aber nächste Runde droppt der. Nächste Runde droppt der safe. Ich hätte so gerne einen Protect auf Tintante.
Weil ich glaube, der Zweikampf wird jetzt, geht jetzt für ihn aus, im Endeffekt. Meist Paint Draco sollte halt. Und der Exelga darf jetzt nicht hitten. Bitte missen, bitte missen, bitte missen. Okay, die Nahen schlossen wir jetzt eh auf. Okay, ihr ist auf Draco Souls. Geh auf Draco Souls, okay. Der pennt eh. Der pennt eh. Jetzt darf Hütergil. Jetzt müsste er entweder aus irgendeinem Grund mit Hütergil auf mein Draco Souls gehen. Oder er muss missen. Eins von beiden. Termicula ist weg. Er muss jetzt missen. Tut er nicht? Geht auf Draco Souls? Nee, auf ihn, Tante. Das geht auch ihnen, das Game. Außer, jetzt wache ich auf, lebe aus irgendeinem Grund in Fokusstoß mit Hütergil und kill ihn. Mit Draco Sword. Und es auch 72 Life von uns ist etwas schwieriger. Aber vielleicht misst er ja jetzt. Und wir wachen auf und killen ihn mit Dragonclaw. Würde ich fühlen. Wach auf und Focus Blast Miss. Dann haben wir das. Aber jetzt haben wir halt irgendwie Bug Bass, also wenn wir den hat. Miss! Ah. Warum soll man auch gegen mich missen, ne? Wobei er hat vorhin glaub, auch was gemisst, ne? Was hat denn der vorhin gemisst? Was hat er im ersten Kampf, glaube ich, gemisst? Aber okay. Auf jeden Fall steht jetzt 1-1 und wie wir wissen, wenn ich den ersten Kampf gewinne und zweiten verliere, also so wie fühlt immer, wenn ich mal einen Kampf gewonnen habe, war es am Ende los. Man kennt ihn. Aber. Sag mal so, es muss ja nicht jedes Mal gleich enden. Wir hatten jetzt auf jeden Fall schon zwei Games, die recht ordentlich für uns gelaufen sind. So. So. Nehmen wir jetzt mal Ramot mit. Ich hatte Ramot bisher noch nicht einmal dabei. Aber ich würde tatsächlich gerade wieder mit Lantern Draco Sword reingehen. Dahinter dann Ramot und Sableye. Ja. Ist halt wieder so, ist wieder so angespannt hier. Aber immerhin sind wir noch nicht groß um die Räder gekommen in dem Kampf jetzt. Das war ja zum Beispiel gegen Shubi ganz anders oder gegen Relaxo letzte Woche. Was ist der Kampf gegen Relaxo? Ich spiele gerade. Müsste, glaube ich. Ja, das müsste der Kampf gewesen sein. So, okay, Kampf Nummer 3. Exelga Politoed. Wir gehen jetzt direkt auf den auf Elektrofeld hier. Wir bringen jetzt das Elektrofeld raus mit Draco Sword, damit hier nicht groß mit nicht groß rumgearbeitet wird direkt hier mit der guten alten mit dem guten alten Gainer. Auf der anderen Seite gehen wir jetzt mit unserem Lantern. Ich werde hier nicht rausgehen gerade. Ich protecte hier einfach mal und hier gehe ich mit Dynamax auf Dünner Gewitter und drücke Exelga weg, weil er mich halt eben echt abgefuckt hat, ganz ehrlich. Vielleicht jetzt auch Wagemut jetzt ein. Aber was hat denn jetzt alles die Zeit? Er hat jetzt Focus Blast, Energieball und Gerner gezeigt. No. Das waren jetzt also noch nicht groß Moves, mit denen man hier jetzt was soll ich gerade sagen? Das war jetzt nicht groß Moves mit denen hier, mit Bimagemut. Er hat es wahrscheinlich, ich könnte es mir noch vorstellen, dass er vielleicht irgendwie noch was zu supporten hat oder vielleicht ein Protect oder sowas. Was kommt? Dann uns das Schutzschild ein, ja.
heißt der Gegner praktisch mal nicht Gamer kommt. Elektrofeld juckt aber nicht. Also im Elektrofeld juckt es aber nicht. So, Dina Gewitter kommt. Und Exelga droppt. Direkt. Und der Gainer ist jetzt, soll jetzt eigentlich weg sein. Weil sie sollten ja jetzt nicht einschlafen können hier. Und Eissturm kommt mal wieder. Man kennt ihn. Wait, ich hätte jetzt eigentlich auch mit Wurzelsch rausgehen können, wenn ich dann Sable dran habe. Wenn ich jetzt gewusst hätte, wie die erste Runde verläuft. Das wäre jetzt da vielleicht so ganz praktisch gewesen. Ich hätte mich das Family Cooler direkt burnen können. Weil wenn jetzt Family Cooler reinkommen, muss ich halt direkt raus. Kingdra, okay. Wir haben die eine Drachenbeere. Folglich nehme ich. Ich gehe mit Wurzelsch auf Politoed und gehe hier auf den Dünnerwurm auf Kingdra. So. Drachenpuls, ja, wir haben eine Drachenbeere, das passt. Nehme ich. Gero-Beere. Dann hier haben wir jetzt wieder Voltwechsel auf Quaxo. Crit, okay, ja, wir lassen Crit anscheinend gerne. Fluchtknopf kommt, okay. Mal wieder. Ich hätte vielleicht das jetzt lieber auf King da wie es wird schon sein. Jetzt kriege ich ja wieder Zubiris nicht rein. Und Duran kommt, ja genau, das habe ich jetzt ja erwartet. Ah, oh, wir kriegen jetzt einen Dünerwurm raus. Auch auf Famicula. Sehr geil. Stimmt. King da droppt. Und minus 1 Attack auf Durant. Und Durant kann jetzt nur einen Mon killen. Durant kann jetzt nur einen Mon killen. Folglich geht jetzt mit Feuerzahn und mit Donnerwelle auf Famicula. Nächste Runde. Entweder ist der Regen weg. Oder Famicula ist gepaart und ich kann gleich mit Ramot reinkommen und das Ding killen. Und Dünnerbrand auch auf den Nikolas. So. Das sieht jetzt wieder sehr gut aus gerade. Ich hoffe, ich verschließe es nicht wieder. Ich hoffe, ich verschließe es nicht. Der Kosot Junge. Du bist mein Junge. Dauert nicht. Und jetzt hat er einen Ramot, glaub. So in the back. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt machen soll, um das jetzt zu umgehen. Weil Tobias habe ich auch noch. Der kann auch gegen Durant noch worken. So, er geht in die G-Max sein, es ist deine Max, Junge. Ich will über G-Max sein, es ist deine Max, Alter. Es ist. Warum kann ich mir sowas eigentlich nicht merken? Achso, ein bisschen Schuppen. Ja, ein bisschen Stress Schuppen. Keine Markennennung mehr. Dann siehst du. Mit meinem Zimmer. So. Ja, auf den Kampf-Move, okay. Ist eigentlich noch besser jetzt. Donnerwelle. Und der Feuerzahn kommt jetzt noch. Der Dünnerbrand. Richtig guten Schaden. Das heißt, es ist ein Crit. Weil. Das hat voll viel weniger gemacht, oder was nur als ein Feuerzahn war. So, auf jeden Fall. Voltwechsel auf Politoed und Feuerzahn auf Durant. Wenn dann so mein Mons droppt, vor allem wenn Herr Draco Sotitz droppt, ist okay, ich gehe nach dem Ramot und mach fertig. Damit haben wir auch noch ein bisschen Screentime bekommen. Also ich glaube, ich werde jetzt nicht 4-0 aus dem letzten Game rausgehen. Aber ich werde so rausgehen können, dass wir das, glaube ich, gewinnen.
Warte, wird das wieder der erste Win? Wird das jetzt der erste Win? Meteorologe, okay, der kommt auf Dracozolt. Ich weiß auch nicht, ob der jetzt killt. Wir sind noch. Oh ne, wir sind nicht über Half-Life, okay. Er killt jetzt sogar beide, okay. Oh ne, killt er nicht. So, okay. Jetzt haben wir aber den Düner-Abstoß, vermutlich, auf die Position von Lanthorn. Folglich werde ich jetzt Sobiris abwerfen müssen. Außer der ist vielleicht überlebt, aber der wird wahrscheinlich sowas überleben. Aber ich bin im Funkkampf nicht direkt wieder ein Ramat. Genau, lol. Ich habe ihn einfach outplayed. Einfach clean outplayed. So. Jetzt können wir hier in Dinger gehen, in meinen Ramat. Ramat ist schneller, dadurch, dass es Ding geparat ist. Wir nochmal auf den Trickbetrug gehen. Und Flammenwurf. Und damit sollten wir das jetzt gewonnen haben. Außer jetzt kommt irgendwas, was ich so null erwartet habe. Irgendwas. Flammenwurf. Der killt, oder? Jungs! Wir haben's! Oh mein Gott! Erster Win am 8. Spieltag. Ah, nice. Nice. Dickes GG, ne? Das war ein unfassbar geiler Kampf jetzt am Ende. Brrr. Mein Herz. So, also ich würde sagen, ich gewinne jetzt die Season. Wir wollen ja hier nicht zu groß ausatmen. Ich wollte es ja nicht sagen, dass ich jetzt halt flex alle, aber man kann schon sagen, ich sie gewinne, ne? So ein bisschen. Oh mein Gott. Wie gesagt, dickes GG an den Werten Marcel. Das war ein unfassbar geiles Match. Ein unfassbar geiles. Ich habe es richtig gefühlt. Und ja, ich würde dann sagen, wir sehen uns nächste Woche. Oder bei einem anderen Kampf. Keine Ahnung, oder vielleicht beim nächsten Teambuilding, whatever, wenn ich nächste Woche wieder eins mache. Nächste Woche spielen wir, glaube ich, gegen Rex von Warrior Esport. Bin mir auch gar nicht sicher. Aber müsste eigentlich so sein. Also. Checkt den Werten Marcel aus. Er ist ein Ehrenmann. Und ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Kampf. Und bis zum nächsten Mal. Und bye bye.